Und ihr seht, ich habe mein Versprechen eingehalten. Ich habe wirklich nichts gespielt. Ihr habt von der letzten Folge zu hier keinerlei Sekunde verpasst. Ich bin, glaube ich, einen Meter nach vorne gefahren. Das war's auch schon. Und jetzt werde ich aber dahin fahren, wo ich ja gerade hergekommen bin. Da will ich jetzt schon noch schauen, was da drin eigentlich war, weil da war ja ein bisschen was los. Also wirklich haben wir da ja, wir haben zwar den einen gekillt, aber das war es ja noch nicht, sondern ich glaube, wir müssen jetzt hier in dem Versteck noch ein bisschen für Bambule sorgen. Weil so richtig uns kennen tun sie ja noch nicht. Sind die alle abgehauen, weil sie so Angst hatten vor uns? Kann nichts sein. Jetzt bin ich hier am Tisch und da passiert nichts mehr. Oder hauen die dann ab mit allem? Das wäre natürlich smart. Also da muss ich sagen, würde ich die KI mal wieder ein bisschen besonders loben. Wenn sie sagen, okay, das Ding wurde hochgenommen. Sieht auf jeden Fall so aus, weil hier kann man sonst nicht interagieren. Das ist alles... Und es ist auch jeder abgehauen. Okay, das ist smart. Finde ich gut, dass das so ist. Aber dann fahren wir jetzt hier rüber. Nehmen jetzt hier einfach mal den da. Man will ja so ein bisschen verschiedene Autos hier mal kennenlernen. So, zack. Leichenwagen. Hab nichts gemacht, hab nichts gemacht. Siehste, Cops sehen das ähnlich. Bist du falsch abgebogen, Junge? Jojo. Sorry, bin schon weg. Zack. Oh oh. Was macht er jetzt? Hey, du! Mach ihm Mann! Ich schieße! Ich schieße jetzt! Du schießt gar nicht, also du auf jeden Fall mal nicht. So. Da drüben ist noch einer. Sieht man unten immer schön an der Minimap. Das mag ich ja. Na? Oh nein! Ist das jetzt euer Ernst, ey? Muss ich jetzt hier so ein... So, mal schauen, ob ich hier einigermaßen wegkomme. Weil sie haben sich dann natürlich jetzt auch auf diesen kleinen Bereich da konzentriert. Deswegen hier jetzt erstmal abbiegen und ich fahre dann danach halt gleich zurück. Aber jetzt muss ich erstmal mit meinem Schwimmreifen auf dem Dach mal erstmal ein bisschen hier untertauchen. Was ein Pech, dass da in dem Augenblick, wo man halt so einen anderen abknallt, dass da ausgerechnet dann in die Cops vorbeikommen müssen. Also das ist auch schon wirklich, wirklich unfair. Deswegen jetzt gucken wir mal so lange, wie es halt dauert und dann geht's wieder zurück. Ja. Suche abbrechen. Nein. Und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Absolut. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Wer hat dir denn das Fahren beigebracht? Deine Mutter.
Da wäre wieder so ein Ding gewesen, aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. So. Ja, das geht diesmal. Nicht, dass die wieder hier von wegen gewarnt werden und sonstiges. Geht dich mal gar nichts an. So, was ist da drin in der grünen Tür? Hinter Tor 3. Ja, da ist doch auch ein bisschen was zu mitnehmen. Sehr schön. Und jetzt nehmen wir unser Lieblingsgefährt. Aber diesmal koppel ich den Anhänger ab. So, wohin geht's jetzt noch? Sabotiere Anhänger der Gewerkschaft? Ja, das machen wir doch. Oder hier. Den Vollstrecker, den können wir jetzt mal erledigen. So, wie schaut's jetzt mit dem Drift? Aua. Was ein Dickschiff. Nein, ich will dir nicht wieder folgen. Was hupst du denn da? Du hast rot gehabt, habe ich doch genau gesehen. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, ich versuche mir da so ein bisschen hier durch das Tor hier ran zu machen. An die anderen. Oh, da sind schon wieder Cops in der Straße. Könnt ihr heulen. Ja, den kann ich doch von hier oben super erledigen. Wenn du eine Erlaubnis willst, musst du warten. Wir bezahlen dich pro Stunde. Ja, warum? Warum schwer, wenn es auch einfach geht? Ich verstecke mich. Du bist tot und merkst es nicht. Ach, du laberst. So, das ging super einfach. Machen wir hier gleich den nächsten Vollstrecker. Weil der hat ja recht gut Ding gegeben. Hier Miese für seinen Laden. Willkommen zu Native Sun. Diesmal habe ich die bezaubernde Miss Olivia McCann zu Gast. Hallo allerseits. Liebe Hörer. Hallo, Olivia, grüß dich. Von ihrer Wohltätigkeitsarbeit. Absolut, kenne ich sie. In Juvoto. Ich kenne sie schon, seit sie selbst ein Mädchen war. Sie auf, ein Bild der Schönheit im Amt. Und Leute, ich habe die Fotos vom Debütantenball gesehen und sie sind traumhaft. Schluss jetzt. Ja, ist gut, ich reiß mich zusammen. Ja. Sie haben Neuigkeiten für unsere Hörer. Richtig, Mr. Duval. Die Anmeldefrist für das Stipendium der Duval-Stiftung wird um einen Monat verlängert. Das Stipendium der Duval-Stiftung, was so einen Namen trägt, kann nur faszinierend sein. Erklären Sie unseren Hörern noch. So, jetzt erklärst du mal gar nichts. Weil wir müssen uns jetzt hier wieder ein bisschen konzentrieren. Da geht's nirgendwo rein. Vielleicht auch nicht wieder so den direktesten Weg genommen. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Warte, bis du dran bist. Das soll mal schön regeln. Ende der Woche fällig, Fixer. Geht's mal weg da. Schnapp dir! Hol mich hier raus, ich Fixer! Fertig! Unsere gesamte Gruppe! Eine beschissene! So, du hast genug Schaden angerichtet, um Joss aus einem Versteck zu locken. Ja! Nee, mehr Geld brauche ich nicht. Für den. Außer das, was natürlich am Boden liegt. Das nehme ich natürlich schon noch mit. Der wäre ja blem blem, wenn ich das nicht machen würde. So.
Ja, schön. Ja, nehme ich mal den, den ist. Das Auto hat man ja auch noch nie. Zack. So, abbiegen. Jo, läuft. Nee, ja, machen wir da. Nee, das ist nicht die Story. Da muss ich hin. Genau, das ist da, wo wir jetzt hin müssen. Was? Springst du mir jetzt vor das Auto, oder was? Ob das so smart ist von dir? Naja. Aber wir haben ihn erleben lassen. Wir sind ja nett in unserem unglaublich hohen Gefährt. Aber hier geht schon auch so ein paar Meilen. Ja, hier ist die Wasserreflexion übrigens zu krass. Schaut's mal an, das schaut aus wie Flecken auf dem Wasser, auf dem Boden. Also ich finde es ja immer ganz schön, aber hier haben sie es übertrieben. Ja, Schnauzepeule. Ach. Ja, aber also sonst ist die Spielwelt ganz schön. Aber wie gesagt, diese Reflexion, alles immer super schön, aber hier a little bit too much. So, und jetzt? Alter, jetzt läuft er aber richtig, du. Oh, oh. Okay, das war knapp. Genau so wollte ich übrigens da hinfahren. Oh, Entschuldigung. Das war jetzt echt keine Absicht. Aber war ja nur touchiert. So, jetzt rufen wir mal hier den Geldheinz an. Vito sagt, du könntest mir helfen, meine Kohle an einen sicheren Ort zu bringen. Aber sicher, Kumpel. Jeder Freund von Vito ist auch mein Freund. Bin sofort da. War auch schön, war. Wehe, du verlierst das. Und direkt in die Bank. Genau. Sehr fein, vielen Dank. So kommt's wieder nach Hause. Muss hingehört. Aufs Sparkonto für Verbrecher. So, jetzt haben wir uns den nächsten Auftrag. Haben die Leute hier unten noch nie was von einer Erfindung namens Klimaanlage? Ja, Point Verdans Lieblingssohn Thomas Burke. Ach so, wir verstehen die ihn ansprechen sollen. Vor 9 Wochen torkelt Burke in den Feinkostladen von Roman Barbieri alias der Schlachter. Na egal, ist total blau, fuchtelt wild mit seiner Knarre rum, schießt 10 Mal auf ihn. Aber was ist das Einzige, das er trifft? So einen verdammten Schinken, der zufällig im Schaufenster hängt. Die Jungs vom Schlachter haben ihn windelweich geprügelt und in eine Tonne gesteckt. Barbieri hat Point Verdun jetzt übernommen, richtig? Hat Burkes Bein mit dem Wagenheber zermatscht. Darum wollte Burke auch bei dem Raubüberfall mitmachen. Er dachte, dann ist er quitt mit Cerl und kriegt Point Verdun wieder zurück. Ich fand schon immer, dass er ein Arschloch ist. Ist er auch. Genau wie alle anderen Iren. Aber er hasst Marcano so sehr wie du. Alles klar. Vielleicht kann ich Burke zu einer Chance verhelfen, sich für Dannys Tod zu rächen. Was für eine Hackfresse. Meistens hängt er in so einem Bumslokal rum in Point Verdun. Es heißt Duffy's. Dürfte leicht zu finden sein. Ein Bumslokal? Ich hoffe, dass der Knabe die Mühe wert ist. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz dann. Kann ich ihn nochmal antalken, oder? Ich wette, Scaletta hat sich gefreut, dich zu sehen. Okay, nee, dann geht's hier schon. Dann ist das schon alles richtig. So, lass mal ganz kurz die Lage checken. Das ist hier keine Story. Das ist da. Dann müssen wir halt wohl da oben hin. Das ist ein Story-Auftrag. Das ist auch ein Story-Auftrag der Arbeiter. Wir könnten... Ja, und dann machen wir doch erst den. Der ist hier noch einigermaßen schnell zu erreichen. Aber diesmal nehmen wir uns ein schöneres, adäquateres Automobil. Das da. So, ja, da geht das schon deutlich besser. Liegt zwar immer noch in der Kurve wie so eine
Badewanne, aber das ist ja bei den ganzen Ami-Schlitten sowieso so. Also von dem her nichts, was jetzt hier speziell an dem Auto liegt. Ach. Aber ja, von der Geschwindigkeit hält er doch ganz gut mit. Da fehlt sich schon mal nichts. Und jetzt hier auch immer auf der geraden Brücke runter, 105 Meilen. Jetzt müssen wir gleich mal bremsen, weil da die Bremsen sind auch da nicht so die besten. So, Polizei. Alles gut, bisschen Geschwindigkeit mal reduziert. Sicher ist sicher. Ich wollte halt abbiegen. Chill's mal. Bitte. Ach nee, interessiert mich jetzt gar nicht, der rote Wagen. Kurz erschrocken, weil ich mir dachte, was kommt da jetzt? Übrigens, die Bewertungen von dem Spiel, also ich muss sagen, das Spiel selber, naja, es hat seine Fehler. Ich glaube, das Thema KI haben wir schon öfters besprochen. Aber ich habe die Bewertungen gelesen, die waren unter 70 und da muss ich schon sagen, das fand ich dann doch zu krass. Also so schlecht ist das Spiel definitiv nicht. Na? Wer bist denn du? Vito schickt mich. Du bist Conny, hm? Yep. Conny DeMarco. Hab für Vito ein Auge auf den Schmuggel. Roy Thibodeau ist jetzt zuständig und es läuft richtig scheiße. Warum hat Greco ihn nicht fallen lassen? Wenn's nach ihm ginge, würde er Roy hochgehen lassen. Greco hat Roy nicht ausgesucht, was ihn zur Zielscheibe macht. Trotzdem, Roy versucht von Kuba aus den üblichen Schrott zu verkloppen. Zigarren und Rum. Scheiße, man sagt, die verkaufen sogar Medizin und so ein Zeug an die Kubaner. Greco hat also Stress. Greco dachte wohl, sein Onkel Sal würde nicht so hart mit ihm umspringen. Jetzt macht er allen Druck, auch Roy. Wenn das Geschäft noch schlechter läuft, muss Roy selbst kommen und sich kümmern. Aber Roy hat ein paar Leute hier und da. Mit etwas Überzeugungskraft kriege ich schon was raus. Ja, ich glaube, einen von Roys Jungs geschnappt? Da bin ich mir auch recht sicher, dass wenn einer das schafft, dass es definitiv unser Mann Lincoln ist. Sabotiere, Rede. Na, wir fangen erstmal mit dem Reden an. Ja, wir fangen erstmal mit dem Reden an. Ganz entspannt. Ach, jetzt hub doch da nicht. Mann, ey. In die Kurve geschnitten, sehr schön. So läuft. Langsam komme ich eher auch zurecht mit den Gefährten. Da kann ich nicht rein. Ja, ich weiß schon, dass es da eigentlich hinten. Okay. Ich dachte mir, vielleicht komme ich da irgendwie seitlich rein. Aber sieht wohl nicht so aus. Also von dem her. Doch hier. Aber da waren wir doch. Mal schauen, was da jetzt passiert. Dass Toretto nicht draußen auf der Straße ist und dich persönlich jagt, so wirkungsvoll wie du. Wenn du annimmst, werden alle verbliebenen Geschäftsziele entfernt. Ja. Toretto soll unten bei der Dockarbeitergewerkschaft sein. Jetzt wird's. Will anscheinend wissen, wer verhindert hat, dass seine Leute Beiträge einsammeln. Jetzt können wir. Also, er hat Greco gesteckt, was los war? Ah, schön, schön, schön. Wie ich Andy kenne, würde er Greco sicher am liebsten unter der Erde sehen. Gleich neben dir. Aber er ist ein Schisser. Und wenn er eine Aufgabe hat, dann zieht er sie auch durch. Die Lage ist überall beschissen. Und es kommt noch schlimmer. Jock sagt den Jungs, dass es bald wieder Arbeit gibt. Ja, gut. Das ist jetzt doch der Auftrag, auf den ich scharf bin. Ich nehme mein Auto mit. Nicht, dass mir das noch jemand hier klaut von euch. Sicher ist sicher. Ach. Wie im richtigen Leben.
Da nehme ich übrigens auch gern für alles das Auto, obwohl ich es hätte mit zu Fuß laufen können. Ziemlich ähnlich wie hier. Was soll der Scheiß? Abmarsch, Schwanzlutscher! Und zwar Dalli! Ich will mich nicht verstecken. Ich will mich auch aktuell eigentlich nicht verstecken, ich will nur irgendwo anders rein. Ne, das mache ich jetzt noch nicht. Den hätte ich jetzt nämlich den einen hier ausschalten können. Aber erst, wenn ich mich hier so ein bisschen rumgucken. Da kann ich nicht hoch. Ansonsten, ich nehme auch wieder die Brechhammer-Methode. Ihr kennt mich. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss mich da jetzt sneaken. Aber es macht es halt so ein bisschen einfacher. Zumindest für eine gewisse Zeit. Aber sieht so aus, als ob man da so wirklich gut doch nur durch die Vordertür kommt. Kann man über die vielleicht noch klettern? Nee, das ist zu hoch. Du sollst mir den Rücken frei halten. Da könnte ich vielleicht rein. Wenn ich Mr. Toretto bekifft sieht, nochmal, wird er sich um dich kümmern. Ich würde gern sehen, wie der fette alte Sack es versucht. Ich wurde von Michael Arschtreter Greco angeheuert. Ich bin unantastbar. Weißt du, Unfälle passieren andauernd. Besonders bei Mr. Toretto. Wer schaut, wenn du Respekt hast? Ach Gott, was soll ich denn... Also, mehr Sneaky kann ich da jetzt wirklich nicht reinlaufen. Aber gut, dann ist es halt nun mal so. Jetzt hole ich mir da die Armor und dann mache ich es halt mit der guten alten Brechstange. Ist mir jetzt auch egal. Vielleicht hätte ich sie nicht erledigen dürfen, das hätte natürlich sein können. Einer ist über mir. Bisschen doof. Ich gehe in Deckung. Ach, egal. Ich gehe da jetzt hoch und baller um, was mir in den Weg kommt. Scheint unten zu sein. Den ganzen einen von uns gekillt. Jupp, hast du richtig erkannt. Ich sehe ihn. Auch das hast du richtig erkannt. Oh oh, das war nicht so gewollt. Allerdings ist da hinten der Kerl, den ich brauche. So, mein Freund. Entweder ihr tötet mich oder dieser jämmerliche Greco tut es. Der hat so eine merkwürdige Ding, so eine merkwürdige Augenklappe. Der muss weg. So. Das ist mein Gebiet. Sehr schön. Das kriegt auch der gute alte Vito, der freut sich da. Die Dockarbeitergewerkschaft ist am Start. Lass deine Jungs das handeln. Du hast diese Scheiße erledigt, hä? Gut so, Kumpel. Ich schicke ein paar Jungs die Wache halten. Schnapp dir das Lagerhaus und wir haben Greco. Ist ein Kinderspiel. So, du kannst das Überfallkörper als Verstärkung herbeirufen, wenn du unterwegs bist. Um das wähle es im Auswahlrad aus. So, was passiert jetzt?
Nette kleine Zwischenszene. Da sehen wir noch, wie die Kavallerie sozusagen jetzt hier alles einnimmt, was wir uns jetzt in bester Manier erobert haben. Wie so eine Armee von Lemmingen. Heute haben wir ein ganzes Bücherregal voll mit Akten über Vito Scaletta, aber das war nicht immer so. Hoover hat bis 1957 geleugnet, dass es die Mafia überhaupt gibt. Darum gab es auch keinerlei Material über Leute wie Vito Scaletta. Inzwischen wissen wir, dass er am Zweiten Weltkrieg teilnahm und wegen Unterschlagung und Diebstahl 6 Jahre in Haft war. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass er ein Mitglied der Falcone-Familie in Empire Bay war, obwohl er gleichzeitig verdächtigt wird, Don Carlo Falcone ermordet zu haben. Falls er es wirklich war, muss er Freunde an hoher Stelle gehabt haben, denn man ließ ihn am Leben. Er musste allerdings ins Exil und hat sich dann hier unten angesiedelt. Die Kommission überzeugte Sal Marcano, Vito ein paar Geschäftsbereiche zu überlassen. So, du hast ein Geschäft im Bezirk ausgeschaltet. Nimm dir das andere Form, den Lieutenant hervorzulocken und den Bezirk zu übernehmen. Eroberte und zugewiesene Bezirke schalten lohnendere Gefallen und Dienste deiner Unterbosse frei. So. Da ist übrigens das Überfallkommando. Also, das ist jetzt. Deine Entscheidung, Penner. Alter, sag noch einmal Penner zu mir und ich baller dich um, ey. Krass, sagt der Penner zu mir. Ich glaube, es hat. Los, werf schon! Ja, halt doch einfach mal die Bappen. So. Ich will da nochmal reinschauen. Oh, das hat doch vorher besser ausgesehen. Coole Nummer, dass das sogar hier Einflüsse hat. Da oben war, glaube ich, auch nichts mehr. Ja, ich glaube, das passt. Das heißt, man müsste nur noch hier drüben weitermachen, einen freischaffen, der im Riverflow. Der Arbeiter. Ja, ich bin mal dann gespannt, wie es weitergeht, denn jetzt, meine Damen und Herren, haben wir dieses Mal alles beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal mit Mafia und dem Alcaramba. Haut's rein, Tschüssikowski.